Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Die Dark Souls. Es hat sich im Vergleich zu den letzten paar Folgen nicht viel, um genau zu sein, eigentlich fast gar nichts geändert. Ich laufe immer noch zu der gleichen Stelle, um immer noch den gleichen Gegner platt zu machen. Mittlerweile habe ich allerdings mehr oder weniger eine Idee, mit der ich der Sache irgendwie Herr werden könnte. Ich hoffe mal, dass es einigermaßen gut funktioniert, aber das werden wir ja gleich sehen. So, aus dem Weg jetzt mal. Tschüss. Der nächste bitte hierher. Zack. Okay, und die Treppen wieder nach oben, wo dort Mr. Brandbombe steht. Direkt erwischt, wie unfreundlich. Oh, auch direkt erwischt, wie unfreundlich. Guck mal, kann ich auch. Kann ich sogar besser. Oh. So. Haben wir den auch aus dem Weg. Und den auch. Nun begeben wir uns wieder ins Abwassersystem. Machen wir eben kurz die Ratte platt. Und laufen wieder weiter zur Stadt der Untoten. So. Okay, dann. Irgendwann hat man das Gefühl, dass es dann nie aufhört. So. Herzlich willkommen in der Stadt der Untoten. Ich frage mich immer noch, warum hier so vergleichsweise wenig los ist. Okay, die Treppe runter, jetzt nach rechts, wo uns bereits zwei dunkle Gestalten erwarten. Ach, der mich bereits gesehen hat, wie ärgerlich. Da ist er ausgewichen. Hilft ihm aber nichts. Der nächste bitte. Na los, komm her. Du weißt genau, dass das in meiner Gegenwart nichts bringt. Aber trotzdem schlau gemacht. So, unsere beiden Hunde wieder. Na, wo sind sie denn? Das ist eigentlich das, was immer am längsten noch, wenn diese Hunde hierher kommen. Na gut. So, durch den Nebel schreiten, einmal kurz anlaufen, drunter herducken und dann rein da. Ich hoffe, dass das diesmal funktioniert. Ah, fast. Nein! Nein! Warum? Es hat so gut ausgesehen am Anfang. Jetzt den ganzen Weg nochmal. Mann. Das ist so unheimlich motivierend. Nicht. So, wo ist der nächste? Ja nun, komm her, um die ganze Tagzeit. So. Oh.
Ich bin einfach zu unvorsichtig. Man muss es einfach mal so sagen. So, wirf nochmal. Genau. Nochmal. Ha! War schneller als du. Hab ich dich vor den Füßen gehauen, Junge. Und wieder der lange, beschwerliche Weg durch das Abwasserkanalsystem. Man. Ja, wenn du das Musen nicht mehr durch das ganze Schloss kommst, das wäre natürlich echt super nervig. Und da sind wir auch schon in der Stadt der Untoten. Jetzt lassen wir uns noch eben von dem Bogenmenschen erschießen. Oder auch nicht? Nein, 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 nein. Oh, so close. Wenn man unvorsichtig ist, ne? Ja, ja, wenn man denkt, oh, bin ich schon tausendmal gegangen, die Strecke, bla, Schwelz. Na, komm her. Guck mal. Na, noch weiter zurück. Bringt ja trotzdem nichts, mein Freund. So. Ha. Nix dazugelernt, du hast. Hundi, Hundi, Hundi. Die brauchen wir so ewig und drei Tage. Oh. Aua. Alter. Oh. Alter. Jetzt habe ich mich von so einem blöden Hund vergiftet und fast umbringen lassen. Alter Schwede. Wie dreist, wie frech, wie unfair. Und jetzt warte ich jetzt mal, bis das Gift weg ist. Kawaii, wahr sein. Was für eine Frechheit. So. Das wird mir zwar eh nichts bringen, weil ich gleich wieder sterben werde, aber hey. Alter. Alter. Nein. Oh. Was soll man denn da? Ich meine, wie soll das denn? Ah! Wenn ich so riesige Schaufeln hätte, würde ich das ganz genauso machen. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Hinterhof ist einfach viel zu klein, um sich ordentlich entfalten zu können, beziehungsweise um ordentlich ausweichen zu können. Was soll man denn da noch machen? Huch! Zack! So. Wirf. Zack. Ha, daneben, Könner. Alrighty then.
Und wieder das gleiche. Ein endlos langer Weg durchs Abwasser. Oder ist es ein Aquädukt? Man weiß es nicht. Lalala. Irgendwann kriege ich mal eine Auszeichnung für die Hülle, die am längsten durch das Wasser lief. Oder so. Könnte auch ein guter Buchtitel sein, würde das man kaufen. Das ist super langweilig, klingt. Aber egal. So, sind wir bald da. Ja, schön. Stadt der Untoten. Schon wieder. Nein, wie dumm. Ach ja. So. Ja, ich weiß, du wirst anders reagieren. Oder auch nicht. Hunde, Hunde, Hunde. Hallo, Hunde. So. Kommt hier runter. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Alter. So. Nächstes Mal lege ich euch gleich hintereinander. Versuch's mit Springen. Ja, gute Idee. Hey. Beschissene Idee. Und wieder durch den Nebel. Ha, daneben. Oh. Alter. Nein. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Alter. So. Oh, irgendwo, wo er mich erwischen kann. Nein! Oh, fuck! Nein! Nein! Jetzt habe ich die beiden Köter da weggemacht und dann haut er mir von unten einfach die Beine weg. Und tötet mich trotzdem. Alter! Was bist du denn für ein... Boah. Da soll er nochmal ruhig bleiben. Zack! Ja, nun greif endlich an. So. Oh, ein Hüllenkrieger-Lendentuch. Ich möchte die Dinger immer noch verkaufen. Kann ich aber nicht. Aha, nicht getroffen. Ha, erster. Ha, erster. Oh, das war unachtsam. Hat er trotzdem funktioniert. Okay. Oh. So. Also sich da oben hinretten kann cool sein, muss aber nicht. Gut, das zu wissen. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt die Hunde kaputt habe, muss ich ja irgendwo hin. Oder beim nach dem Ausholen mich nicht trifft oder so. Einfach dann wegspringen und gucken, dass man genug Flakons dabei hat.
Oh, neue Nachrichten. Kaufmann. Pass auf, Kaufmann. Ja, habe ich schon gesehen, aber was soll ich kaufen mit 344 Seelen? Ah. Oh, das war uncool. Das war direkt Energy verloren. Schlecht. So. Aber mal kurz im Prozess. Keine Zeit für lange Reden hier. Doggy, Doggy, Doggy. So, haben wir die beiden auch zu Fleisch verarbeitet. Ah, Mist. Okay. Oh. Oh. Nein, nein. Ich konnte nicht mal... Oh. Warum? Ich hatte doch nicht einmal die Möglichkeit, mich zu heilen zwischen dem Aufstehen und dem... Oh Mann, wie unfair. Alter Schweizer, wer denkt sich solche Gegner denn aus? Oh, weil es ja nicht schwierig genug ist, stellen wir da zwei Hunde rein, die ständig im Weg sind. Oh. Meine Fresse. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, wirf du mal deine Brandbomben, du fauler Hund da. Feige Sau da! Zack! Oh, uncool! Klock! Juhu, eine Höhenkriegerrüstung! Hängst du mir etwa am Schild? Sowas. Frech, frech, frech. Naja, frech ist dem frechen gebührt und so. Ich frage mich, ob ich mehr Chancen hätte, wenn es keine Hülle wäre. Und das wäre so eine Verschwendung von Menschlichkeit, weil ich genau weiß, dass ich drauf bin. Okay. So. Noch mehr Nachrichten. Versuch's mit dem Sturz angreifen. Will ich das jetzt wirklich versuchen, mir sämtliche Knochen brechen? Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht. Pass auf, Schleichweg. Super. Genug geschlichen. Greif mich an. Dann greife ich dich aus. Du hättest ausweichen können, das weißt du ganz genau. Du auch.
sind die Hunde von Baskerville? Alter. So. Snap. Genau. Man soll immer genug trinken, 3 Liter am Tag und so. Alter. Nein! Nein! Oh! Hunde, ne? Oh. Nein! Ich sehe überhaupt nichts mehr. Wo ist er denn? Nein! Was, Alter? So. Bam! Oh, 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 oh. Nein! 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 Alter! Wer kann denn ahnen, dass der da so angesprungen kommt und trotzdem, obwohl ich mit meinem Schild... Boah, Alter! Also wenn da jemand eine Idee hat, ich wäre echt super dankbar, weil das ist ja... Es geht ja so gar nicht. Also... Ich habe null Idee mehr. Was soll man denn da noch machen? Okay. Ich sammle mich nochmal und dann versuchen wir das nochmal. Doch das gibt's dann erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wenn dem so war, einen Daumen rauf. Schreibt was in die Kommentare. Wäre wirklich super cool. Teilt das Video, damit es auch ein paar mehr Leute sehen. Und dann holt euch natürlich auch ein Abo, um zu sehen, wann die neue Folge rauskommt. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich bin der Chris. Das war Let's Die Dark Souls und der Prepare to Die Edition. Ich verabschiede mich und sage, bis zum nächsten Mal. Chosen.